Herr Wittmann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Gut. Ich muss Sie belehren, dass erst soll ich hier die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Vorsorglich belehre ich Sie noch 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Sie heißen Arno Wittmann, 44 Jahre alt. Sie wohnen in München-Pasis, sind ledig. Sie sind Betreiber und Inhaber eines Stripclubs. Nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Das ist richtig. Der Angeklagte wird unter anderem vorgeworfen, in der Nacht auf den 18.11.2010 bei dem Herrn Kolberg, mit dem sind Sie ja auch gut bekannt, eingestiegen zu sein und ihn ins Knie geschossen zu haben, weil sie sich eingeredet hatte, dass Viktor Kolberg ihrer Tochter was angetan haben könnte. Ja, das glaube ich gern, dass dieses Fräulein Rottenmeier, die ich mir das im Schrank hat, war mir schon klar beim ersten Mal, wo ich sie getroffen habe. Achten Sie mal ein bisschen auf Ihre Ausdrucksweise. Entschuldigen Sie. Ja. Wann haben Sie denn die Angeklagte getroffen? Das war ungefähr 2 Tage, bevor sie auf Viktor geschossen hat. Ich war bei Viktor zu Besuch. Und als ich gerade gehen wollte, stand diese Dame dort am Gartenzaun und hat mich abgefangen. Hat sie abgefangen? Was wollte sie denn von Ihnen? Sie hat etwas erzählt, dass ich ein Problem hätte mit Viktor und wir sollten uns zusammentun, damit wir gegen Viktor zusammenarbeiten können. Sie wollte unbedingt ins Haus von meinem Freund Viktor, weil sie ja vermutet hat, dass der Viktor ihre Tochter entführt hat und sie dort gefangen hat. Und mein Auftrag wäre es gewesen, den Viktor so lange hinzuhalten, bis sie das Haus durchsucht hat. Das stimmt überhaupt Moment, nicht, was sie der Kerl da erzählt. Sie haben mehrfach versucht, in dieses Haus reinzukommen, weil sie ihre Tochter da eben vermutet haben. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich stimmt das. Ich erfinde ja etwas, oder? Na, sie werden schon am besten wissen, warum Sie lügen. Ich lüge nicht. Doch, denn zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich gar nicht mehr geglaubt, dass Ihr feiner Freund meine Tochter entführt hat. Ich war vielleicht besorgt, aber mit Sicherheit nicht hysterisch. Also mit Verlaub, ich würde Ihr Verhalten in dieser Zeit ganz klar als hysterisch bezeichnen. Ich meine, Sie haben ja sogar versucht, Dritte damit reinzuziehen, ne? Habe ich überhaupt nicht. Also, er sagt es so, der Zeuge. So war es, genau. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Wo ich gesagt habe, dass ich bei dem Spielchen mitmache, da haben Sie mich sogar angebrüllt, haben gesagt, wenn Sie nicht mitmachen, dann zieht die Sache alleine durch. Einen wie Sie würde ich nie im Leben ansprechen. Das würde ich mir gar nicht trauen. Ich habe doch mitbekommen, wie gefährlich Sie sind. Sie haben die Tat damit angekündigt, Frau Wenzel. Ich bin gefährlich. Habe ich überhaupt nicht. Sagt der Zeuge. Stimmt aber nicht. Ja, ja, ja. Also meine Mandantin hat zumindest eine sehr unschöne Szene zwischen Ihnen und Herrn Kolberg beobachtet. Ja? Sie haben Herrn Kolberg besucht und das 2 Tage, bevor auf ihn geschossen wurde. Frau Rechtsanwältin, unschöne Szene. Es war ein ganz normales Gespräch zwischen Männern. Ganz normal. Natürlich. Ja, lassen wir doch mal die Angeklagte genau erklären. Was haben Sie denn da beobachtet? Also, ich habe gesehen, wie der Kolberg da in seinem Whirlpool saß, als er da zu Besuch kam. Und da haben die erst so leise miteinander geredet, dann wurde das Gespräch immer wütender und dann haben die sich angeschrien. Und worum ging es bei dem Streit? Er hat geschrien, dass er wegen dem Kolberg Ärger bekommen hätte und jetzt Geld von ihm wolle. Was? Ja, das war so. Wie viel Geld hat er was Genaues gesagt? Na, der hat gesagt, er hätte jetzt eine Menge Probleme am Arsch. Solche Worte benutzt er nämlich und dass er 20.000 Euro haben will. Wollen Sie mal so eine Scheiße? Das war so und Sie wollten ihm das Geld ja nicht geben und deswegen hat er Sie an den Haaren gepackt und im Whirlpool unter Wasser gedrückt. Ich gebe ihm mein Wort, das ist nie passiert. Natürlich ist das passiert. Nein. Ich habe doch gesehen, wie das Wasser gespritzt ist, wie Sie mit Händen und Beinen gerudert haben und hier bei ihm das Gesicht puderrot vor Anstrengung. Wollen Sie auf unzurechnungsfähig machen oder was? Dass Sie Halluzinationen haben? Hand vom Wasser runterdrücken. Aber so viel Blödsinn lange nicht gehört, ganz ehrlich. Was Sie mir erzählen. Haben Sie sich denn mit dem Herrn Kolberg bei Ihrem Besuch damals unterhalten? Es ging zwar um Geld beim Viktor, aber ich habe ihm einen Gefallen getan und er wollte mich halt dafür bezahlen. Was war denn das für ein Gefallen? Es ging um diese Plakate, die die Dame dort aufgehangen hat. Ich bin den ganzen Tag durch die Siedlung gefahren, habe diese Dinge abgerissen und am späten Nachmittag bin ich zum Viktor. Wir haben einen Preis verhandelt und nachdem er gesagt hat, er überweist mir das Geld auf mein Konto, und sagte, es ist gar kein Problem, bin ich gegangen. Es war ein ganz friedliches Gespräch. Sie brauchen gar nicht so genervt zu tun, Herr Wittmann. Ich bin genervt. So viel Blödsinn. Wenn es Ihnen hier zu langweilig ist, dann können wir auch gerne mal das Thema wechseln. Ich habe da sowieso noch eine Frage zu der Razzia in Ihrem Stripclub, welche 2 Tage vor Ihrem Zusammentreffen mit Herrn Kolberg stattgefunden hat. Können Sie uns darüber mal was erzählen? Ja und? Es war eine Razzia, wie jede Razzia bei mir im Laden ist. Ganz normale Razzia. Ich will von Ihnen wissen, ob es richtig ist, dass anlässlich dieser Razzia illegal beschäftigte Damen bei Ihnen aufgeflogen sind. Und zwar deswegen illegal, weil Sie mit gefälschten Aufenthaltsgenehmigungen angestellt waren. Klar waren da 2 Damen, war scheiße gelaufen. Wussten Sie denn, dass die Aufenthaltsgenehmigungen gefälscht waren? Herr Richter, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich die Damen nicht eingestellt. Die beiden Tussi sind zu mir gekommen, haben mir den Aufenthaltsgenehmigung vorgelegt. Ich habe geschaut, dass sie gefälscht ist. Wäre mir im Traum nie eingefallen. Das glaube ich Ihnen wirklich nicht. Wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie die falschen Papiere selber besorgt haben. Von wem denn? Von wem?
von Herrn Viktor Kolberg. Es wird immer besser, dann bin ich der Mörder, oder was? Es wird hier nicht immer besser. Wir gehen hier langsam mal der Sache auf den Grund. Und wegen diesen gefälschten Papieren haben Sie auch mit Herrn Kolberg gestritten. Mhm. Und wollten ihm dann eine Lektion verpassen und haben ihn ins Knie geschossen. Ich? Sie, ja. Hab nicht auf Viktor geschossen. Dann waren wir doch jetzt mal konkret. Wo waren Sie denn in der Nacht auf den 18. November? In der Nacht, da war ich zu Hause, alleine. Aber deswegen habe ich nicht auf meinen Freund Viktor geschossen. Gib's auf, Arno. Das habe ich der Frau Verteidigerin auch schon 20 Mal erklärt, aber die hat's nicht so mit den Ohren. Sind halt Frauen. Hm. Werden Sie mal nicht unverschämt, bitte, Herr Kolberg, ja? Entschuldigung. Weitere Fragen? Keine, danke. Dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Herr Seelhoff, schauen Sie bitte gerade mal, ob die Frau Seiler inzwischen heilt. Der Zeuge bleibt unvereinigt. Frau Seiler? Ah ja, dann kommen Sie mal rein. Wir warten schon auf Sie. Grüß Gott. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Tut mir leid. Aber ich kann alles erklären. Kein Problem. Kleinen Moment. Ja, setzen Sie erst mal hin. Atmen Sie mal ganz tief durch. Ja, kleinen Moment, bitte. Und währenddessen belehre ich Sie schon mal, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen mit einer Falschaussage. Ja, klar, mach ich. Sie heißen Lena Seiler, 38 Jahre alt. Sie wohnen in München-Hallaching, sind verheiratet, Erzieherin, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nein. Erklären Sie uns jetzt mal alle zuallererst, was Sie da eigentlich gerade machen. Ne? Ja, haben die Schnitzel irgendwas damit zu tun, wieso Sie zu spät gekommen sind? Oder? Ja, natürlich haben die was damit zu tun. Die gehören nämlich eigentlich hier unserem Playboy da hinten. Hier, diese. Was? Ja, natürlich. Jetzt passen wir auf, 55 StPO, dann belehre ich Sie, dass Sie sich selbst hier nicht belasten müssen. Wenn Sie dem Herrn da hinten gehören, wieso haben dann Sie jetzt diese Schnitzel? Ja, ich bin leider ein bisschen aufgehalten worden, weil ich, wo ich schon mal sicher wusste, dass er nicht zu Hause ist, in seinen Mülltonnen rumgewühlt habe ein bisschen. Ja, was getan? Sie können ruhig meckern, aber Sie werden ja gleich sehen, was Sie davon haben. Hier, ich werde Ihnen das jetzt nämlich gleich zeigen, was ich hier habe. Sehen Sie mal. Was ist denn das jetzt, bitte? Ja, genau kann ich es leider auch nicht sagen. Guckt aus wie ein wichtiges... Karten liegen oder was? Nein, Karten liegen nicht, Herr Staatsanwalt. Jetzt lassen Sie die Zeugin doch mal ausreden. Ja. Tut mir leid, ich bin kein professioneller Puzzler. Erst sagen Sie mir mal, was das sein soll, bitte schön. Ja, was es genau ist, weiß ich auch nicht. Aber bestimmt irgendein sehr wichtiges Dokument wird es sein. Schauen wir uns einfach mal an. Kommen Sie doch bitte mal. Wenn wir Juristen haben, könnte der dann mal erklären, dass er meinen Müll nicht zu suchen hat? Das ist illegal. Ist nicht, hallo, bitte. Es ist natürlich tatsächlich so, ja? Müll gehört demjenigen, der es in die Mülltonne getan hat, selbst wenn die Mülltonne schon vor der Tür draußen auf der Straße steht. Und sobald die Tonne geleert ist, gehört es dem Entsorgungsunternehmen. Aber da kann nicht jeder kommen. Ja, aber einer muss doch dem bei den Antrag legen. Ja, das ist Diebstahl, aber die Staatsanwaltschaft wird das sicher nichts unternehmen, solange sie keinen Strafantrag stellen. Das ist... Sie können gerne auch dazu schauen, wenn Sie wollen. Ja, sonst sehen Sie alle. Ich würde mal sagen, das sind Schnipsel von der Aufenthaltsgenehmigung. Eben, so wie das doch aussieht. Ein wichtiges Dokument. Allerdings würde ich mal sagen, sieht man auf den ersten Blick, dass das eine ganz dilettantisch plumpe Fälschung ist. Schauen Sie mal, da ist das Siegel der Behörde ist einfach mit eingedruckt. Und überhaupt ist es normalerweise ja kein so ein Ausweisblatt, sondern das sind ja Aufkleber, die in den Pass reingeklebt werden. Ein Stümper auch noch. Das Ding haben Sie doch ausgedruckt und wollen Sie mir jetzt nicht zuschieben, um Ihre saubere Freundin freizuhalten. Stümperhaften. Ach, ich kann es ja gar nicht glauben. Könnten Sie mir gerade mal einen Einweghandschuh holen? Aus der mittleren Schublade, bitte schön. Und vielleicht, wenn Sie irgendwie eine Plastikhülle oder was hätten, wo wir es reintun können. Vielleicht lassen wir das mal einfach so an. Und schauen Sie mal, Herr Vorsitzender, hier. Das ist doch so ein Name, nicht? Ja, ja. Da ist auch ein Name. Der Name, Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Ich schaue schnell was nach. Anja Krukowski steht Anja Krukowski, da. Ganz genau. Und wissen Sie was, Herr Vorsitzender? Das ist eine derjenigen Damen, die illegal beschäftigt waren bei Herrn Arno Wittmann und anlässlich der Razzia aufgeflogen sind. Also ich glaube, das müssen wir mal wirklich überprüfen. Ja. Und damit ist doch klar, Herr Kolberg, Sie haben es sich zur Profession gemacht, Aufenthaltsgenehmigung zu fälschen für Herrn Arno Wittmann, damit dieser illegal junge Damen beschäftigen kann. Also, aber wie wir gesehen haben, machen Sie Ihre Arbeit mehr als schlecht. Selbst den Polizeibeamten ist es bei der Razzia aufgefallen, dass das gefälschte Dokumente sind. Das da ist nicht von mir. Jetzt diese Schnitzel hier mal als Beweismittel beschlagnahmt. Anwalt sage ich jetzt auch nichts mehr hier. Da geht folgender Beschluss. Viktor. Schnipsel waren als Beweismittel beschlagnahmt. Und dann machen wir das mal überprüfen. Ja. Ist es wirklich aus unserer Mülltonne? So. Jetzt sag's mir halt einfach. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Fingerabdrücke oder andere Spuren dran, wer weiß. So ist es. Jasmin, hast du es immer noch nicht kapiert? Natürlich aus seinem Müll.
Bist du immer noch so blind? Wach doch auf! Du merkst doch, dass da was nicht stimmt. Das ist ein Krimineller, Jasmin! Sie nennen mich einen Kriminellen? Sie machen solche Dinger, Sie brechen ein, Sie schießen auf harmlose Menschen wie im Horrorfilm und ich bin der Kriminelle? Mein Gott! Versteht denn keine Mutter? Da hat er schon irgendwie recht. Wenn, dann bist du auch eine Kriminelle. Und dann möchte ich mit euch beiden nichts mehr zu tun haben. Aber Jasmin, ich hab das doch nicht so gemeint. Ich hab mir einfach nur Sorgen gemacht und deswegen... Mann! Deswegen was? Jetzt beenden Sie doch den Satz ruhig. Ich sag ja alles aus. Aber Jasmin, du musst mir versprechen, dass du dich von dem Kerl fernhältst. Da auch wieder ausziehst. Der Kerl ist wirklich nicht gut für dich. Jasmin, der... Weißt du, was der mit Frauen macht? Die Mädchen, die kommen hier nach Deutschland, weil die als Au-pair oder Putzfrau arbeiten wollen. Und dann besorgt ihm dein feiner Freund gefälschte Aufenthaltsgenehmigungen und schickt sie auf den Strich. Jasmin, die Mädchen haben gar keine Wahl. Die kommen doch nicht mehr von dem Kerl los, der sie zu Huren gemacht hat. Jasmin, mit so einem kannst du doch nicht zusammen sein. Jasmin ist ein Krimineller. Frau Wenzke, wollen Sie jetzt den Satz von vorher beenden? Was sollte ich denn machen? Ich hatte doch überhaupt keine Wahl. Nicht mal die Polizei hat mir geglaubt. Weil meine Tochter schon über 18 ist, also schon volljährig. Und dann soll ich sie deshalb ins Verderben laufen lassen? Ich habe mir so Sorgen gemacht und ich habe mich da reingesteigert. Ja, aber ich musste doch wissen, wo mein Kind ist, ob er sie gefangen hält oder an Männer verkauft hat oder auf den Strich geschickt hat oder unter Drogen gesetzt hat. Sind Sie bei Viktor Kolberg eingebrochen? Ja. Bin da durchs Kellerfenster reingegangen und habe mich da ins Schlafzimmer geschlichen und habe auf ihn gezielt. Aber ich sollte ja gewesen sein. Woher hatten Sie die Pistole? Von meinem verstorbenen Mann, aber ich habe die doch gar nicht mitgenommen, um zu schießen. Ich wollte doch nur, dass er mich einmal ernst nimmt und mir einmal eine Antwort gibt, wo Jasmin ist. Haben Sie ihn geweckt? Im Knast zu Besuch. Also haben Sie ihn ans Bett gestellt, er hat geschlafen, haben Sie ihn geweckt, oder? Ja, dann habe ich ihn angeschrien und habe gesagt, ich möchte wissen, wo mein Kind ist. Und was macht der? Der schaut mich an, lacht mich aus. Na, und da habe ich die Waffe eben entsichert. Und dann hat er es kapiert und dann hat er mir die Frage auch beantwortet und hat gesagt, dass Jasmin mit einer Freundin in Wien ist. Na super. Hatten Sie damit nicht das, was Sie wollten? Nein, ich habe ihm noch nicht geglaubt. Ich war mir so sicher, dass er lügt. Und haben Sie deswegen auf ihn geschossen? Nein. Deine Mutter ist doch plötzlich aufgestanden und ich habe die Panik gekriegt, dass er mir wegrennen könnte, wieder ohne zu sagen, wo Jasmin ist. Und dann habe ich abgedrückt. Und was haben Sie mit der Pistole dann gemacht? Ich bin dann noch durch den Park heim und da habe ich den Mülleimer geschmissen. Ich konnte das Ding nicht zu Hause ertragen. Wahnsinn. Und zwei Nächte zuvor, was wollten Sie da? Ja, wollte ich wirklich nur schauen. Nur gucken, wo mein Kind ist. Mit dem Stemmeisen nur schauen. Das braucht die doch, um mich zu schützen. Was Lügen haben lang, da reden wir in Ruhe durch. Frau Seiler, haben Sie gehört, was die Angeklagte gerade gesagt hat? Ja. Jetzt sind Sie ja von der Frau Verteidigerin als Alibi-Zeugin angeboten worden. Mhm. Ich glaube, da sparen wir es uns lieber, darüber überhaupt nur noch ein Wort zu verlieren und Sie danach zu fragen, oder? Wäre mir fast auch lieber. Wenn möglich. Sollte Ihnen auch lieber sein, oder? Wird verzichtet auf die Zeugin, zum Alibi zu Allerdings, vernehmen. Wir verzichten. Naja, bleiben Sie unvereidigt. Nehmen Sie mal hinten Platz, haben Sie aber echt Glück gehabt. Ich habe noch einen Bundeszentralregisterauszug der Angeklagten. Kein Eintrag, sind bisher nicht vorbestraft. Noch weitere Anträge und Erklärungen. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Wo es geht, Frau Verteidigerin, warum nicht gleich so? Frau Wenzke, warum nicht gleich so? Na, ich meine, die Beweislage war von Anfang an erdrückend. Ihre Motivation war doch auch an sich klar. Und aufgrund Ihres späten Geständnisses ist nun endgültig klar, was Sie da geritten hatte. Sie haben großes Glück und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens, ich hatte wirklich einen Moment lang überlegt, ob ich Sie zum Schwurgericht anklage. Ne? Hab dann zu Ihren Gunsten von Anfang an aber angenommen, dass Sie keinen Tötungsvorsatz hatten. Zweitens, haben Sie Ihren Geständnis abgelegt, dass ich Ihnen hoch anrechne, gleichwohl ich mich immer noch sehr ärgere, dass Sie diese Stemmeisentheorie hier weiter aufrechterhalten und sagen, das hatten Sie dabei gehabt zu Verteidigungszwecken. Das glaube ich Ihnen schlichtweg nicht. Was heißt das jetzt nicht mit reinreden, wenn ich rede? Im Klartext heißt das für Sie, Frau Wenzke. Wir haben eine besondere Gefährlichkeit hier bei dem Einsatz einer Schusswaffe.
Na, Sie haben eine Vielzahl von Gesetzen, gegen die Sie hier verstoßen haben. Wir haben auch schwere Verletzungen. Sie haben eine nicht hinnehmbare Selbstjustiz ausgeführt. Aber wenn ich mir anschaue, Motivation und das Geständnis, komme ich hier zu einer vergleichsweise niedrigen Freiheitsstrafe. Ich beantrage hier eine Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich meine, Herr Staatsanwalt, dass Sie mit meiner Mandantin viel zu hart ins Gericht gehen. Offensichtlich verkennen Sie hier die Sorgen und Panikattacken einer Mutter. Ich frage mich, wie Sie reagiert hätten, hätten sich die Befürchtungen meiner Mandantin denn bewahrheitet. Sprich, wäre Ihre Tochter denn durch Herrn Kolberg irgendwohin verschleppt worden und irgendwo einer illegalen Prostitutionstätigkeit oder sowas ausgesetzt worden? Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Aber deswegen hatte meine Mandantin keine Wahnvorstellung, denn wie sich herausgestellt hat, arbeitet Herr Kolberg in genau dieser Branche. Und nicht nur passiv, sondern aktiv. Er hat ja diese ganzen Aufenthaltsgenehmigungen gefälscht. Da wäre es doch ein leichtes gewesen, auch die Tochter meiner Mandantin irgendwo unterzubringen und an ihr Geld zu verdienen. Und ich meine Mandantin hat recht gehabt, der Sache auf den Grund zu gehen. Natürlich hat sie den Bogen überspannt, aber doch nur, weil sie ernsthafte Ängste und Sorgen hatte und dann selber überhaupt nicht mehr gewusst hat, was sie in diesem Moment tut. Und dann kam es dazu, dass sie sich verarscht gefühlt hat. Und sagt, und jetzt, in Panik um das Leben meiner Tochter, verpasse ich Herrn Kolberg einen Schuss, vielleicht sagt er mir dann die Wahrheit. Dass sie dazu kein Recht hat und dass sie dafür auch bestraft werden muss, ist völlig klar. Aber ich meine, dass hier so milde Umstände anzunehmen sind, dass hier durchaus eine Bewährungsstrafe vertretbar ist. Dankeschön, Frau Verteidiger. Frau Wenzki, Sie haben die Anträge jetzt gehört, Sie können sich selbst noch verteidigen, Sie haben auch das letzte Wort. Es tut mir noch alles so leid, aber ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll, ich wollte doch nur mein Kind retten. Dann ziehe ich mich für den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Marlene Wenzke ist schuldig der üblen Nachrede und des Hausfriedensbruchs unter Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe. Paragraphen 123 Absatz 1 und Absatz 2 zu 186, 194 Absatz 1 zu 23 Absatz 1 zu 24 Absatz 1 Nummer 2, 240 Absatz 1, 52 und 53 Strafgesetzbuch, 52 Absatz 1 Nummer 2b Waffengesetz in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 und der Abschnitt 1 Satz 1 zum Waffengesetz. Sie wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Manchmal ist es nicht einfach, das richtige Strafmaß zu finden. Wenn Sie mich fragen würden, was ist denn das richtige Strafmaß für jemanden, der aus dem Nichts nachts am Bett des Nachbarn auftaucht, ihn aufweckt, die Waffe entsichert und ihn ins Knie schießt, würde ich normalerweise sagen, naja, irgendwie 4 bis 5 Jahre. Wenn Sie mich fragen, was ist angemessen für eine besorgte Mutter, die sich nicht mehr anders zu helfen weiß, weil ihre Tochter verschwunden ist, die bettelt, ihr zu sagen, wo denn die Tochter sei und dann es mit der Angst zu tun bekommt, weil ihr Gegenüber sich bewegt und dann 1 Millimeter den Finger am Abzug bewegt, dann wird jeder sagen, naja, vielleicht doch Bewährung. Und genau in dem Spannungsfeld bewegen wir uns hier. Die Sorgen einer Mutter kann ich absolut nachvollziehen. Aber Sie haben sich da ohne jeden Hintergrund in etwas verrannt. Und es ist keine Rechtfertigung, jetzt zu sagen, na, aber es hätte ja sein können, dass was dran ist. Es war nichts dran. Und selbst wenn was dran gewesen wäre, hätten Sie niemals so weit gehen dürfen. Dafür gibt es den Staat, dafür gibt es die Polizei und so weiter. Ja? Und dass es so weit kommen konnte, das haben Sie doch selbst initiiert. Ja? Und es ist am Ende eskaliert, weil Sie es so wollten, weil Sie auch klar machen wollten, das haben Sie selber gesagt, dass Sie es ernst meinen, deswegen haben Sie entsichert. Und Sie haben ernst gemacht. Und deswegen muss jetzt auch die Justiz ernst machen. Zumal es nicht nur um das allein geht, es ging auch um die Plakataktion. Sie waren 2 Tage vorher schon da. Ja? Manchmal gibt es doch noch so eine Situation, wo man sagt, naja, aber wenn man die Frau jetzt einsperrt, dann bricht ihr ganzes Leben zusammen, dann verliert sie den Job. War hier auch kein Argument, weil Sie sind Verwaltungsfachangestellte, da verlieren Sie sowieso Ihren Job bei einer Verurteilung. Auch bei einer Bewährungsstrafe hätten Sie diesen Job verloren. Es geht nicht anders. Was Sie getan haben, ist eine ganz, ganz massive Straftat. Ja? Schauen Sie sich das an. 3 Operationen am Knie. Gegen das Urteil können Sie innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen.
Mag sein, dass der Herr Kolberg in illegale Geschichten mit Aufenthaltsgenehmigung involviert ist. Dafür wird er auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber deshalb ist er keine Gefahr für Ihre Tochter. Und ob sie mit ihm zusammenbleiben will, das muss sie selber entscheiden. Und dazu hat der Herr Kolberg einen ganz spannenden Satz gesagt. Er hat gesagt, mit Begeisterung hat sie sich auf meinen extravaganten Lebensstil eingelassen. Das können Sie nicht ihm zum Vorwurf machen, wenn dann Ihrer Tochter. Aber sind wir mal ehrlich, so viele gibt es nicht, die sich nicht mit Begeisterung auf einen extravaganten Lebensstil einlassen würden. Boah, heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Viktor Kolberg wurde wegen Urkundenfälschung und Einschleusens von Ausländern in jeweils zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten mit Bewährung verurteilt. Jasmin Wenske hat sich daraufhin von ihm getrennt. Arno Wittmann wurde wegen Einschleusens von Ausländern in 2 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten mit Bewährung verurteilt.